Also übel. Und ich sage eben zum der Schlusssatz, Iran werden wir angreifen, wenn alle anderen Szenarien schlimmer sind und die Herren Angst haben, dann vom Thron gestoßen zu werden. Das ist der Punkt. Dann wird Iran angegriffen. Keine Sekunde vorher. Aber vorbereiten tun wir es natürlich. Die Propagandageschichte ist da. Und damit war es das. Nur ansprechen, was wir ja bei dem mit letzter Tinte schreibenden Günter Grass gesehen haben, darfst du dieses Thema nicht, ohne nicht sofort. Und da wird wiederum auch die Rolle der Medien deutlich, auch unsere Medien und unsere Politikdarsteller. Da wird dann deutlich, dass man ein solches Thema halt nicht problematisieren kann. Und damit kommen wir zur Rolle Israels in dem Zusammenhang. Ja, total wichtig. Ein kurzes Wort für Grass. Eigentlich sollten wir alle aufstehen. Lass uns das machen. Lass uns mal aufstehen für Günter Grass. Alle einmal ein paar Sekunden aufstehen für Günter Grass. Jawohl, da mache ich mit. Da mache ich mit. Bravo, Günter Grass. Okay. Jetzt sind doch alle wieder wach. Das ist das Positive daran. Im Prinzip war es doch so. Was hat er gesagt? Israel macht eine schlechte Politik. Hat er recht? Man kann es sehen. Die Menschen sind unglücklich, sowohl in Israel als auch außerhalb. Die Rolle Israels ist vollkommen wahnsinnig. Wahnsinnig deshalb, weil nichts davon im Interesse der Juden in Nahost ist. Ganz klar. Wenn Israel Politik machen wollte, endlich einmal, im Interesse der Menschen im eigenen Staat und draußen, dann würden sie darauf achten. Fein, säuberlich darauf achten, so wie sie es übrigens weltweit tun, wo ja Juden leben, sehr gut integriert, dass sie eben befreundet sind mit ihrer Umwelt. Das vermisse ich. Und was ich sage ist, jeder, der fördert, dass Israel sich wie ein Verbrecher in seinem Umfeld verhält, wie ein aggressiver Treibsatz, der alle gegeneinander bringt und Blut kostet, der ist selber ein Kriegshetzer, ein Saboteur. Und den sollte man eigentlich mit UNO-Sanktionen bedienen. Das wäre der angemessene Fall. Israel droht sozusagen auf amerikanischen Befehl zum Vorreiter einer Angriffswelle gegen Iran zu werden. Und das kann gar nicht im Interesse der Juden in Israel sein. Und deswegen haben wir so eine schöne Facebook-Geschichte gehabt. Das solltest du erzählen, weil das nämlich große Schwierigkeiten in Israel den Offiziellen inzwischen macht, weil diese Facebook das Facebook-Votum zwischen Iran und Israel inzwischen eine Dimension angenommen hat, dass das bald zu einer Regierungskrise führt. Ja, natürlich führt das zu Regierungskrise, genauso wie es hier eine Regierungskrise geben wird, wenn Deutschland in den Iran-Krieg einsteigt und der Iran sollte es schaffen, irgendwas an Rakete hier rüber zu schicken. Wenn auch nur ein deutsches Haus getroffen wird von einer dahinreichenden iranischen Rakete, dann brennt die Luft. Vorher nicht. Jetzt haben wir das Problem, dass ja Günter Grass, ich weiche jetzt mal vom Thema ab, deswegen so eine von mir noch nie wahrgenommene Medienhysterie, das gab es nur 9-11, eine solche Hysterie, bekommen hat deshalb, nicht weil er irgendwie antisemitisch und bla bla, das ist ja heutzutage übrigens ein Ritterschlag fast, ne? Das zeigt, dass man unabhängig denken kann, dass man nicht doof ist und so. Das Dumme ist nur, die Nähe zu den Rechten, das ärgert einen. Ja? Aber ansonsten ist Antisemit ist eine ganz saubere Sache. Der hat deswegen so viel Hass und Breitseiten der Medien geerntet, weil er einen sauber geplanten, orchestrierten Propagandakrieg bis hin zum Einstieg in den richtigen Krieg gestört hat. Nachhaltig gestört hat. Lautstark gestört hat. In diesem Scheißgebäude von Propaganda ist ein richtiges fettes Loch und jeder kann das sehen. Und deswegen haben sie versucht, ihn fertig zu machen. Er hat sie nicht fertig machen lassen. Er hat nur ein bisschen, wie soll man sagen, genauer formuliert. Er ist ja gar nicht gegen Israel, sondern er ist gegen die Regierung. Richtig. Ich bin ja auch nicht gegen Deutschland. Ne? Ja. So. Da legen wir ja bei aller Merkel-Kritik auch Wert drauf, dass das nicht gegen das Land, sondern nur gegen diese Regierung. Richtig. Hat schon jemand gesagt, ich sei antideutsch? Nein, nie. Ja. Im Zusammenhang mit, ich sag mal, diesen Entwicklungen, die wir, ich sag mal, hier auch sehr mit sehr dramatischen Konsequenzen von dir angesprochen bekommen, gibt es
irgendeine gute Nachricht? Gibt es etwas, wo man sagen kann, hier ist ein Hoffnungsschimmer, dass es weder zu einem erneuten Massaker à la Libyen jetzt in Syrien oder im Iran kommen kann? Wir haben das ja erlebt, dass auch auf der offiziellen Seite, oder erleben das dauernd, auf der offiziellen Seite beispielsweise ein israelischer Geheimdienst kritische Töne ob eines Krieges gegen den Iran formuliert. Also diese Bulldozer-Politik der jetzigen israelischen Regierung ist ja selbst auf der Geheimdienstseite, auf Mossad-Seite, noch nicht unbedingt abgefedert. Bis in die Spitzen der Generalität, in den USA, in London, in Paris und natürlich auch in Israel, ist dieser ganze Wahnsinnsplan, dass wenn es in USA und sonst wo finanziell zu schlimm stünde, man lieber auf so einen Krieg ausweicht, der einen sozusagen bis hierhin auffressen kann. Ja. Dieses Szenario wird da nicht einfach geschluckt. Die haben nämlich auch Familien, die Herren. Und nicht alle können rechtzeitig aus Israel ausreisen zum Beispiel. Und dass Israel einen solchen Krieg mit, was haben Sie prognostiziert in Tel Aviv? 300 Toten? 300 Toten, ja. Also ich habe schon öffentlich im Interview gesagt, es werden 300.000 werden, das sei wesentlich realistischer. Und das wissen die selbst. Und deswegen gibt es diese Gegnerschaft, aber das ist ja noch nicht die positive Botschaft. Ich will mal zu einer beruhigend positiven Botschaft kommen. Bei dem ganz anderen Fall, der hier schon heute debattiert wurde, nämlich unser berühmter Euro- und Finanzcrash. Ich habe bis vorgestern das Gefühl gehabt, oh, das wird ja furchtbar werden. Jetzt haben die ja diese Ausleihgelder von deutscher Zentralbank zu maroden Zentralbanken in überschuldeten maroden Staaten. 500 Milliarden Euro haben wir plötzlich von Herrn Professor Sinn gehört, die sind nun weg. Und die sind genau dann verloren, wenn wir aus der Eurozone austreten. Das ist sozusagen das Faustpfand, mit dem wir gekauft werden sollen, dass der Austritt auf keinen Fall passiert. Ich kann nur sagen, Pustekuchen, Freunde, in uns ist noch sehr viel mehr Geld drin. Das ist nur der Einstieg. Die wollen uns richtig ausnehmen und das war nur der Einstieg. Jetzt haben sie in den letzten Monaten 1 Billion an marode Banken ausgeliehen. Das ist alles schon Veruntreuung. Dafür kann Frau Merkel in den Knast, gar keine Frage. Und das werde ich versuchen, durchziehen zu helfen, wenn es soweit ist. Aber das Geld ist zu Ende. Neueste Nachricht, Mitte dieser Woche, diese 1 Billion ist weg. Und die Politiker haben Schwierigkeiten, Neues zu kriegen. Oh, es fehlt ihnen einfach nur der Bilanztrick, der Buchungstrick. Irgendeine beschissene Bundestagsabstimmung, wo die Abgeordneten nicht mal mehr wissen, über wie viel Geld sie eigentlich abstimmen, nicht? Wie am 27. September und Panorama war dabei. Ich dachte, das wäre alles schlimm. Nein, habe ich mir jetzt überlegt. Wenn wir eine leichte Krise haben, werden wir genau das gleiche schlechte Finanz- und Währungs- und Zinssystem, das wir jetzt haben, wieder kriegen. Aber wenn es richtig in den Keller geht und es macht richtig Ärger, dann haben wir die Chance, uns von Grund auf zu renovieren. Ich gebe mich dafür gerne dran. Kein Problem. Wollen wir haben. Wir wollen eine vollkommene Reform von allem. Keine Zinsen mehr, dieses Geldsystem nicht mehr. Und Bankster will ich nie wieder sehen nach dieser Krise. Löst zwar das die Frage oder also die wir hier natürlich auch nicht klären können. Insofern kann man eigentlich immer nur wie krass auch die Stimme erheben und darauf hinweisen und eben Löcher in die Propaganda schießen. Und wenn man dann eben, wie wir das beim ZDF erlebt haben, die dann einen Film in den Hauptnachrichten brachten, der prügelnde Polizisten oder prügelnde Militärs des syrischen Regimes zeigten bei dem Zusammenschlagen, richtig brutalen Zusammenschlagen von Gefangenen und dann jemand mal nachrecherchiert hat und festgestellt hat, das ist gar kein Film aus dem Jahre 2012, sonst ist ein Film aus dem Jahre 2007 und es ist kein Film aus Syrien, es ist ein Film aus dem Irak unter amerikanischer Herrschaft.
dann zieht hoch man, peinlich fürs ZDF. Dann zieht man dem so richtig die Maske vom Gesicht. Ja, ja. Und schlimm bei der ganzen Geschichte ist dann oder bezeichnen, dass es keinen Presserat gibt, keine Entschuldigung, nicht irgendetwas, wo man dann sagt, also schlimmer kann man ja eigentlich Propaganda und Kriegshetze gar nicht mehr betreiben und die Unwahrheit kommunizieren. Und da geht man zur Tagesordnung drüber. Aber die Peinlichkeit, die dann übers Internet vertrieben wurde und kommuniziert wurde, die ist natürlich dem ZDF nicht mehr zu nehmen. Und das ist das Erfreuliche. Der gleiche Korrespondent, der das verbrochen hat, hat sich geweigert, als er in Pakistan eingesetzt war, die Zeitung zu lesen. Deswegen vielleicht kann er gar nicht lesen. Das ist möglich. Ich würde das mal sauber nachtesten. Ja. Es gibt ja immer mehr Analphabeten, als man so meint. Ne? Ja, eben. Und die interessante Sache war, die Amerikaner hatten mit den Taliban ein Stillhalteabkommen gemacht. 2005 oder 2006 oder wann das war. Ich sag das dem ZDF, die fragen diesen Korrespondenten und sagen, nö, habe ich nie was davon gehört. Ein halbes Jahr später war das ein Aufsatz von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die wird nun leider vom Auswärtigen Amt finanziert. Da konnte auch das ZDF nicht dran vorbei. Aber es hat es einfach gar nicht gemeldet. Es war ja schon älter, nicht wahr? Klar. Wir sollten vielleicht eine Sache uns klar machen. Was wir außenpolitisch tun, hat nichts mit Menschen zu tun. Es geht nie um die Freiheit. Die beiden Blogger, die die hochverdienstvollen Revolten auf dem Tahrirplatz losgetreten haben letztes Jahr, hatten 2008 einen Termin bei Condoleezza Rice. Die Sachen sind alle auf dem Tisch. Wir haben jetzt einen Regime-Change sozusagen von Mubarak zu den Islamisten, von der Moslembrüderschaft. Das sind übrigens keine schlechten Leute. Ich werde viel lieber von den Moslembrüdern beherrscht als von Herrn Mubarak. Das ist eine andere Frage. Vielleicht auch eine Geschmacksfrage. Auf jeden Fall kann man eben klar sagen, die Amerikaner schauen nur, ob auch die nächste Regierung anschraubbar ist, ob man ihnen den Arm umdrehen kann, ob man sie beherrschen kann. Darum geht's eigentlich. Und warum macht übrigens so ein netter Mann wie Erdogan, der vorher das ganze Militär entmachtet hatte, das die Amerikaner in Jahrzehnten mühsam hochgepäppelt haben bei sich zu Hause in amerikanischen Basen, wo die alle ausgebildet wurden, warum macht er jetzt so komische Sachen gegen Syrien? Ganz einfach. Die Amerikaner haben gesagt, now you pay the price. Du hast uns in den Hintern getreten bei dir im Lande und jetzt treten wir dir in den Hintern. Wenn du nicht mitmachst, bist du weg. Warum? Er kungelt mit dem Iran. Ganz einfach. Er wäscht Geld und wirtschaftet sich in die eigene Tasche. Das ist der Punkt. Es stand schon so in Andeutung der Süddeutschen Zeitung. Ich kenne die genauen Hintergründe. Sie sind den Insidern alle bekannt. Und dieses Spiel wird ihm gerade ein bisschen abgewürgt und erschwert. Falls er nicht brav ist in Syrien. Und er ist brav. Jeder möchte verdienen, nicht wahr? Ja. Will nicht jeder Hartz-IV-Empfänger werden wie Hörsten. Das ist die neue Form der Freiheit in diesem Land. Das ist völlig richtig. Lieber Christoph, ich sage für diesen Überblick, der zwar eine Menge an düsteren Prognosen, aber trotzdem auch eine Menge an Informationen und Aufklärung und deswegen letztendlich auch so wichtig ist, ein herzliches Dankeschön für diese Informationen und vor allen Dingen auch, dass du bei all diesen Themen in dieser speziellen Form am Ball bleibst, dass du auf der einen Seite, das ist eben auch bei dir das ganz Besondere, dass du die Menschen dort vor Ort kennst, dass du die Länder kennst, dass du diejenigen, die eben letztendlich potenzielle Opfer sind, kennst und insofern ihnen eine Stimme verleihst, die eben sonst in dieser Form in dem ganzen Medienpropaganda- und Kriegshetzekartell unserer Massenmedien untergeht. Dafür ein herzliches Dankeschön. Danke dir. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, für das Interesse und die Aufmerksamkeit, auch wenn es kein so erfreuliches Thema gewesen ist, aber ein wichtiges Thema, ein herzliches Dankeschön. Lassen Sie uns genau diesen Auftrag, eben Informationen und Aufklärung nach draußen zu tragen, in diesem Sinne auch gemeinsam weitertragen. Wir können hier, wir haben es am Beispiel sicherlich einer prominenten Persönlichkeit wie Grass gesehen, einen Beitrag dazu leisten und im Zweifelsfalle, wie Christoph Hörstel so schön gesagt hat, Löcher in diese Propagandawand
zu schießen. Und wenn sie einmal so löcherig ist wie ein Schweizer Käse, vielleicht funktioniert es nicht mehr. Und der Kelch eines weiteren Krieges geht an der Menschheit vorbei. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal beim Alpenparlament.